Achtung, Tor! Hallo Helga, wieder in die Bank? Ist es kurz vor zwei? Oh, die schauen wohl sehr auf Pünktlichkeit, was? Ja. Wie fährt denn der Kleine? Och, ganz gut. Naja, bei deiner Pflege? Eifersüchtig. Und außerdem, mir gefällt er. Sag mal, spinnt ihr? Sag, Herr Schuster. Grüß dich. Ist Karl drin? Ja, im Wohnzimmer. Wohin gehen Sie denn? In Ihren Schrebergarten? Sehen, wie das Gemüse steht? Ja. Was wächst denn im Moment? Alles Mögliche. Salat. Na ja, dann viel Vergnügen. Karl? Komm rein! Was schaust du denn da an? Kindersendung? Wieso Kindersendung? Kann sich doch jeder ansehen. Irgendwie ganz lustig. Ist doch scheiße, Mann. Das war kunstvoll. Ja, kommt drauf an, wie man sieht. Hast du noch was in deinem Bier drin? Bewundernd traf ihn unversehens der huldvolle Blick der schönen Wärter. Mann, jetzt wo es spannend ist. Kommst du mit? Mann, stell keine Quizfragen. Sag wohin. Ein bisschen an die Isar. Vielleicht ist da was los. Okay, ich wollte euch nur zeigen, wie man Fußball spielt. Die haben keine Ahnung, diese Armleuchter. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt Armleuchter. Komm, lass, die sind auf Streit aus. Sollen die doch Leine ziehen? Wollen wir? Ja. Jetzt haben sie wohl die Hosen voll, was? Woher soll ich welche haben? Da vorne ist ein Kiosk. Ah. Hallo? Was gibt's denn? Können Sie mir sagen, wo hier der Zoo ist? Das kann ich. 100 Meter weiter, Mann. Und dann links. Vielen Dank. Ja, bitte sehr. Sie haben gerade Zigaretten gestohlen. Was sagen Sie? Ich habe eben beobachtet, dass Sie Zigaretten gestohlen haben. Sagen Sie das noch mal. Lebensmüde. Hätten Sie mal Feuer? Ja, bitte. Danke sehr. Verzeihen Sie, wir sind fremd hier. Gibt's hier irgendwo ein Lokal, wo man Kaffee trinken kann? Klar gibt's das. Fremd hier, hm? Wir sind aus Stuttgart. In Ferien hier, ja? Dann kommen Sie mal, da drüben ist gar kein Lokal. Na los, gehen wir. fahren wir doch. Was meinst du zum Starnberger See? Waren Sie schon mal da? Wir waren noch nie in Bayern. Was, noch nie in Bayern? Ja, klar, dann zeigen wir Ihnen den Starnberger See. Haben Sie ein Auto? Natürlich habe ich ein Auto. Ich müsste es nur holen. Es würde gar nicht lange dauern. Dann haben wir das Auto da und... Mann, den Starnberger See müssen Sie sehen. Der ist einfach fantastisch. Ist er nicht? Für mich der schönste See. Er weiß, wovon er spricht. Er hat nämlich ein Boot da. Ein Boot? Sie haben ein Boot da? Logo. Also abgemacht. Sie warten hier auf uns. Wie lange brauchen wir? Halbe Stunde. Höchstens. Bis gleich. Glaubst du, die meinen das ernst? Die zwei Mädchen sind klasse, was? Ich sage dir, wir werden einen hübschen Abend haben. Mit einer hübschen Nacht hoffentlich. Na klar, Mann. Was glaubst du, das wollen die Mädchen doch auch.
vielleicht den Schlüssel stecken lassen? Könnte sein. Wir haben ein super Auto erwischt. Keine 10.000 Kilometer drauf. Gerade eingefahren. Tank fast voll. Ich sagte ja, wir haben Schwein gehabt. Was liegt denn da hinten? Hut, Mantel, Aktenkoffer. Menschen, Homburg. Hey, zieh mir den mal auf. Sowas habe ich noch nie auf dem Kopf gehabt. Na, steht er mir? Super. Aber ich sag's dir, für so einen Hut muss man ein Gesicht haben. Hab ich das? Nee. Sag ich ja. Was ist denn in dem Koffer drin? Moment, Moment, ich sehe mal nach. Halt mal an. Aha. Mensch, schick. Leder, ganz neu. Willst du mal riechen? Mann, ich will nicht riechen. Ich will wissen, was drin ist. Hat ein Zahlenschloss. Da geht's nicht auf? Nee. Ach, dann lass es. Unsere Mädchen warten. Mehr da. Verstehst du das? Hat doch keine 20 Minuten gedauert. Naja, so toll waren die auch nicht. Irgendwie waren die doch ganz hübsch. Hast du die mal angeguckt? Irgendwie waren die doch nur Durchschnitt. Und? Bevor du gar nichts hast. Komm, fahren wir ein bisschen raus, nachdem wir die Karre schon mal haben. Mann, nicht so schnell! Ist ja irre, wie du fährst. Ich sage dir, der liegt wie ein Brett. Mach doch mal Musik. Was ist das denn? Was Klassisches. Mensch, die Karre fährt und dann der Anzug. Und dazu klassische Musik. Da vorne kommt gleich der Yachtclub. Da halten wir mal. Wollen wir nicht doch mal sehen, was er im Koffer hat? Ja, wenn das Schloss nicht aufgeht. Mit dem Messer, Mensch. Du kannst doch mit dem Messer nicht das Leder kaputt machen. Er ist doch nicht dein Koffer. Gib mal den Zündschlüssel. Warum? Ich will sehen, was er im Kofferraum hat. Mensch, wir klauen doch nicht. Ach, und was ist mit dem Wagen? Das ist was anderes. Wieso ist das was anderes? Weil das was anderes ist. Das ist Sport. Kommst du mal? Nur eine Ledertasche, aber schau mal rein. Was ist das denn? Mehl! Das ist doch kein Mehlmensch. Was dann? Die fahren mit so einem Wagen Mehl spazieren? Sag doch, was du meinst. Was ich meine, das ist Rauschgift. Heroin oder so. Jetzt stehst du da. Ich sag dir, das ist Heroin.
Wir können doch den Wagen nicht einfach stehen lassen. Und ich sage dir, das ist das Beste. Sag du doch mal, was das Beste ist. Weil es irre viel wert ist. Vielleicht Millionen. Willst du es behalten? Ach, davon verstehen wir nichts. Daran habe ich nicht mal gedacht, aber wenn wir sie nun zurückbringen. Ich meine, wir müssten uns doch eigentlich um den Hals fallen. Das ist gut. Was darf sein für dich? Zwei Spezi. Wir werden uns doch nicht um den Hals fallen. Sollen sie auch nicht. Aber ein bisschen was zahlen können sie. Können sich erkenntlich zeigen dafür, dass wir das Zeug nicht in den See gekippt haben. Ich weiß doch gar nicht, wer die Leute sind. Dann muss man eben versuchen, sie zu finden. Ja, wie denn? Also zunächst mal. Die werden hier nicht der Polizei gemeldet haben, dass ihnen ihr Wagen gestohlen wurde. Hä? Nee, bestimmt nicht. Zwei Spezi? Danke. Danke. Merkst du nicht, in was für einer Lage wir sind? Könnte gar nicht besser sein. Pass auf. Ich stelle mich mit dem Wagen genau dahin, wo wir ihn weggenommen haben. Und bleib drin sitzen. Bleibst drin sitzen? Von mir aus stundenlang. Die sind doch in das Hotel hineingegangen. Vielleicht wohnen die da. Ich mach da nicht mit. Brauchst du auch nicht. Ich mach das. Ich verhandle mit denen. Ich sage ihnen, ich bringe euch das zurück. Und das ist was wert. Nicht viel, aber so, dass sich ein Arbeitsloser drüber freut. Lass mich aus dem Spiel. Ich will damit nichts zu tun haben. Hab ich dir doch vorgeschlagen. Mensch, hau ab jetzt! Ich gehe inzwischen ein Bier trinken. Wo bist du? Bei Kaminski. Ich komm hin. Okay, ciao. Ich weiß, wie spät es ist. Ich wollte nur fragen, ist Karl schon da? Nein, der ist nicht da. Hat er angerufen? Ach, keine Ahnung. Da kann man denn deinen Großvater fragen? Der ist doch da oder schläft er auch schon? Sieht hübsch aus, was du da anhast. Ach, hör auf. Warum darf ich das nicht sagen? Weil ich es nicht hören will. Ich komme gleich zu dir und sage dir Gute Nacht. Name der Schuster. Ich wollte nach Karl fragen. Der ist nicht da. Das musst du doch wissen, wo er ist. Ach, wir haben uns getrennt. Er hatte was anderes vor. Hat er angerufen? Nein. Ich hab's versprochen. Ich sage gute Nacht. Verschwinde! Hast du etwa Angst vor mir? Nein, aber keine Lust, mich mit dir zu unterhalten.
Schade. Also, ich könnte mich stundenlang mit dir unterhalten, Schätzchen. Verschwinde, Schätzchen. Schlaf gut. Hallo, wer ist denn da? Ist Karl schon da? Nein! Messerstiche von der Seite geführt. Ja, ja, sehe. Wie lange ist er tot? Keine Stunde. Mhm. Es sind deutlich Schleifspuren zu sehen, von der Brüchung bis hier runter. Also wahrscheinlich ist im Auto hergebracht worden. Ja. Er hat keinerlei Papiere bei sich. Das hier ist alles. Hausschlüssel, Straßenbahnkarte, 6x20 Geld. Ein Foto von ihm sofort an alle Zeitungen. Sie sollen es möglichst noch in die Morgenausgabe reinsetzen. Ja? Gut. Ist das nicht dein Bruder? Bist du es, Karl? Wer sind Sie denn? Kriminalpolizei. Dürfen wir reinkommen? Ja, kommen Sie nur, bitte. Danke. Was ist denn los? Sie kennen Karl Schuster. Wieso habe ich den kenne? Natürlich kenne ich den. Das ist ein Freund von mir, ein sehr guter Freund sogar. Warum fragen Sie danach? Karl Schuster ist gestern Abend ermordet worden. Was? Ermordet? Karl? Ja, aber wie denn ermordet? Erstochen. Ja, aber von wem denn und wo? Er wurde an der Isar gefunden. Gestern Nacht gegen 10. Um 10 Uhr? Wir haben von den Angehörigen erfahren, dass Sie gestern mit Karl Schuster zusammen waren. Ja, das war ich. Ich habe ihn abgeholt. Gegen Mittag, es war... Kurz vor 2. Ja, kurz vor 2. Helga ging gerade in die Bank. Helga ist seine Schwester. Ja, ja, das wissen wir. Sie haben ihn also abgeholt und... Wir sind jeden Tag zusammen. Sie sind doch beide arbeitslos, nicht wahr? Wo waren Sie denn gestern? An der Isar. Jedenfalls, wenn das Wetter schön ist, sind wir immer da. Ermordet? Na, kommen Sie. Setzen Sie sich. Erzählen Sie weiter.
Sie waren also an der Isar? Ja. Sie beide allein? Ja. Das heißt, wir haben zwei Mädchen kennengelernt. Die waren im Zoo. Zwei Mädchen aus Stuttgart. Die haben uns gefragt, wo man hier eine Tasse Kaffee trinken könnte. Wir sind mit ihnen mitgegangen. Die beiden waren ganz, naja, irgendwie haben sie sich was vorgestellt. Sie wollten noch zum Starnberger See raus. Was wollten sie dort? Naja, ich habe ihnen doch gesagt, die hatten sich was vorgestellt. Ob wir mitfahren wollen. Sie hatten ein Auto dabei. Karl sagte, warum nicht, weil eine von denen gefiel ihm. Er sagte, komm, lass uns doch mitfahren. Ich wollte aber nicht, ich hatte einfach keine Lust. Wann war das? Oh, gegen 5. Und seitdem haben Sie ihn nicht mehr gesehen? Nein. Er sagte, wir treffen uns heute Abend bei Kaminski. Wer ist Kaminski? Eine Kneipe am Kurfürstenplatz. Hatten Sie eine Zeit verabredet? Ja, 9 Uhr. Waren Sie um 9 Uhr da? Ja, ich habe bis 10:30 gewartet. Dann bin ich zu ihm nach Hause gegangen und habe gefragt, ob er schon da ist. Sind Sie bekannt bei Kaminski? Ja, die kennen uns beide. Wir sind da abends immer, wenn wir ein Bier zahlen können. Wer hat ihn ermordet? Wir wissen es nicht. Noch nicht. Also, das Alibi stimmt. Er war zur Tatzeit bei Kaminski. Das haben mir alle Leute bestätigt. Danke. Naja, er war zu entsetzt, er war zu erschrocken. Die Frage ist nur, ob er uns alles gesagt hat. Also, die beiden Mädchen, die hat er ziemlich genau beschrieben. Ich meine, er musste nicht länger nachdenken. Geben wir die Beschreibung mal an die Presse. Es war gegen 5, sagt er. Wie lange fährt man bis zum Starnberger See? Vom Zoo aus? Halbe Stunde, würde ich sagen. Dann fehlen also bis zur Mordzeit so etwa, ja, 4,5 Stunden, ne? Über die wir nichts wissen. Also eins begreife ich nicht. Da werden zwei junge Leute von zwei Mädchen eingeladen, mit ihnen an den Starnberger See zu fahren. Zwei junge Männer, die Zeit haben. Und dann fährt bloß einer mit? Schwer zu glauben. Wir werden beide mitgefahren, was? Anzunehmen, hm? Was habt ihr gemacht? Ihr macht doch immer alles zusammen. Jeden Tag verbringt ihr gemeinsam. Jede Minute verbringt ihr zusammen. Und gestern nicht. Nein, gestern nicht. Das weißt du auch ganz genau. Und Sie auch, Herr Schuster. Ich war gestern Abend da, hab gefragt, wo ist Karl? Dann habe ich nochmal angerufen, hab gefragt, ist Karl nach Hause gekommen? Aber du weißt, wo er war. Wo war er? Was hat er gemacht? Er tut doch nie etwas ohne dich. Einer weiß doch immer, was der andere tut oder vorhat. Und gestern auf einmal nicht. Nein, gestern nicht. Ein Glück, dass das deine Eltern nicht mehr erlebt haben. Wo willst du hin? In deinen Garten? Kannst du jetzt in deinen Garten gehen? Ja, bleibt denn jetzt alles an mir hängen? Guten Tag, Herr Riemann. Guten Tag. Ich war schon mal hier, aber Sie waren nicht zu Hause. Ich war bei Schusters. Ja, ich hab's gehört. Sie sind da so etwas wie ein Sohn im Haus, nicht? Ja, das ist richtig. Das war schon so, als Karls Eltern noch gelebt haben. Ja. Darf ich mich setzen? Ja, tun Sie mir. Bitte. Danke sehr. Gibt es irgendetwas Neues? Nein. Keine Spur, nicht die geringste. Deshalb bin ich noch mal hier. Wollen Sie ein Bier trinken? Ja, gern. Wenn ich noch eins habe, ich muss mal nachsehen. Ja, ich bin hier, weil ich eigentlich noch viel zu wenig weiß über den Toten. Was wollen Sie denn wissen? Na ja, wie er so war, was er tat, welche Freunde er hatte. Welche Interessen zum Beispiel? Welche Interessen? Interessen muss man sich leisten können. Nein, nein, das meine ich nicht. Ich will mir nur ein Bild machen von ihm. Wie war er? War er ein weicher Typ? War er ein harter? Hatte er Initiative? War er von Ihnen beiden der Aktivere? War er es, der Pläne machte? Verstehen Sie, ich hätte gerne so etwas wie ein Charakterbild von ihm, um mir eine Vorstellung machen zu können. Wie er war?
Hat er Streit gesucht? War er jemand, der sich gerne mit anderen Leuten anlegte? Gar nicht. Das war eher ich. Ich bin viel aggressiver als er. Er war eher naiv, gutgläubig. Na ja, an sich ist das ja nichts Schlechtes. Soll ich eingießen? Ja, bitte. Gut. Wer gutgläubig ist, ist ein Idiot. So. Aha. Wann ist man denn ein Idiot? Was weiß ich? Naja, man ist einer, wenn man Fehler macht. Und Fehler macht man, wenn man unüberlegt handelt. Hat er dazu geneigt, unüberlegt zu handeln? Kann sein. Nur Sie müssen es doch wissen. Wenn ihn jemand kennt, dann doch Sie. Also, war er unüberlegt? War er leichtsinnig? Naja, er hatte von vielen Dingen keine Ahnung. Das heißt, er glaubte nur, er hätte eine Ahnung. Lassen Sie mich jetzt mal etwas fragen und werden Sie nicht gleich böse, dass ich so frage. Ist er kriminell gewesen? Wie kommen Sie denn darauf? Ganz einfach, weil er das Opfer einer kriminellen Tat ist. Hören Sie zu, er war nicht kriminell. Das war er nicht. Was heißt das denn, kriminell? Bin ich kriminell? Wenn er es gewesen ist, dann müsste ich es auch sein. Gut, wir waren keine unschuldigen Kinder, aber wir haben auch manchmal auf den Putz gehauen, aber deswegen sind wir doch nicht kriminell. Eine Frage noch. Sie verschweigen mir doch nichts. Was soll ich Ihnen denn verschweigen? Das hat er mir nicht gesagt. Noch nicht. Aber er weiß mehr, als er sagt. Das ist mir ganz klar. Wie war er denn? Vorsichtig, aufgeregt. Auf direkte Fragen reagierte er fast aggressiv. Wenn wir den Fall lösen, dann nur über ihn. Verzeihen Sie bitte. Wohnt bei Ihnen noch ein Herr Jablonski aus Zürich? Ja, Zimmer 414. Ist er auf seinem Zimmer? Ja, müsste oben sein. Nur von meinem Danke. Mann oder auch von mir? Nein, nur von dem Mann. Herr Jablonski? Ja. Wer ist am Apparat? Ich möchte Ihnen etwas vorlesen. Kuba, Wien, 1,4. Avila, Piräus, 6.4. Genua, 2, 3, M. Demel, 6.2, 1.1, 7.8. Mein Notizbuch. Hallo? Hören Sie.
Wer sind Sie? Von wo rufen Sie? Ich bin in der Halle. Moment mal. Er ist in der Halle. Wer ist es? Hat er gesagt, wer er ist? Es ist ein Mann, der Stimme nach ein junger Mann. Er soll sagen, wer er ist. Wer ist, wer er ist? Er liest aus meinem Notizbuch vor. Hören Sie, im Hotel sagen Sie. Bleiben Sie am Apparat. Moment noch. Ich muss mit diesem Mann sprechen. Ich muss mit ihm sprechen, sehen, wer er ist und was er will. Moment, kleinen Moment noch. Und wenn er von der Polizei ist? Ach, die wäre längst hier. Hören Sie, ich komme runter. Gehen Sie in die Bar, wir treffen uns dort. Haben Sie mich verstanden? Stammkneipe ist und die ihres toten Freundes. Da wollte ich mal sehen, ob Sie hier sind. Ja, bitte können wir zwei Bier haben. Sie trinken eins mit, ja? Ja, wir sind hier fast jeden Abend gewesen. Naja, so eine Art Zuhause, ne? Ja, so kann man das sagen. Wir haben unsere Anlaufpunkte gehabt. Immer gesehen, wo was los ist. Sie waren kaufmännische Angestellte, Sie und Ihr Freund. Ja, wir waren zusammen in einer Firma. Wir haben uns gegenüber gesessen. Ich hier, er da. So wie wir beide jetzt. Danke. Danke. Und wir haben alles zusammen gemacht. Auch jeden Scheiß natürlich. Ja, versteht sich. Und dann wurden Sie auf einmal entlassen. Ja, gemeinsam. Und jetzt schauen sich zwei Computer an. Das glauben Sie nicht, nicht? Das gibt es aber. Die stehen genau da, wo wir saßen. War es damals ein Schock für Sie beide? Ich meine, so plötzlich arbeitslos zu sein. Zuerst haben wir gelacht. Man kriegt Geld, ohne dass man dafür arbeiten muss. Aber dann, irgendwann machen einen die Leute fertig. Wie fertig? Ja, weil sie plötzlich alle nichts mehr von einem halten. Seine Schwester zum Beispiel. Für die war ich plötzlich... Schwäche und sie wohl auch für mich. Nee. Trinken wir mal. Natürlich. Ich habe keinen Bock drauf. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht kränken. Ich bin sogar froh, dass Sie da sind. Spielen Sie Billard? Nicht sehr gut. Wo kann man denn hier? Ja, im Hinterzimmer. Kommen Sie. Hier waren wir manchmal und haben gespielt. Karl war ein echtes Ass im Billardspielen, aber das ist ja kein Beruf. Da hätte er echte Chancen gehabt. Eine echte Chance. Computer spielen ja noch kein Billard, oder? Das wird auch nicht mehr lange dauern. Wollen wir mal? Ja, fangen Sie ruhig an. Okay. Meine Hände zittern. War wohl doch kein so guter Vorschlag, das mit dem Billardspielen. Naja, ist nicht so gut, wenn dabei die Hände zittern. Haben Sie das öfter? Nein, ich kenne das gar nicht. Naja, das macht nichts. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ich wäre heute auch nicht der Beste. Aber Sie wollen doch noch nicht nach Hause gehen, oder? Nein, ich habe Zeit. Wissen Sie, weil ich... Ich bin es einfach nicht gewöhnt, allein zu sein.
Wer ist es schon? Also, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Ein Vergnügen? Ich weiß nicht. Bis morgen. Gute Nacht. Wieso bis morgen? Zimmer 414, bitte. Was? Abgereist? Ja, hier Demel. Wie war der Name? Demel? Ich wählte die Nummer 621178. Ja, das ist meine Nummer. Sagt Ihnen das was? Kuba, Wien, 1,4, Avila, Piräus, 6.4., Genua, 2, 3, M. Das Notizbuch. Hören Sie, Jablonski hier. Sagen Sie mir, wo ich Sie finde. Wir müssen miteinander reden. Ich werde Ihnen ein Angebot machen. Wo finde ich Sie? Haben Sie mich verstanden? Wo finde ich Sie? Wo finde ich Sie? Morgen, Harry. Morgen. Na, was hat der Abend gebracht? Was er gebracht hat? Naja, ich lerne ihn besser kennen. Ich lerne einen Mann kennen, der neben seinen eigenen Schuhen herläuft, einen Mann, der Hilfe braucht und der nicht weiß, woher er sie bekommen soll. Will er sie nicht von dir? Von mir? Naja. Er hat ja ganz sacht eine Tür aufgestoßen und, verstehst du? Ich will nicht, dass er sie wieder zuschlägt. Ich verstehe. Also kein Verhör? Nein. Naja, eine Art Feuer. Triffst du ihn also wieder? Ich muss. Man darf ihn keine Minute allein lassen. Genau, wie spät es ist. 8:20. Habe ich recht? Ja, du hast recht. Aber dass du nicht mehr im Bett liegst? Komisch, was? Aber stell dir vor, ich kann manchmal nicht schlafen. Tja, du wirst schon wissen, warum. Manchmal weiß ich, manchmal nicht. Du, dein Bruder ist tot. Musst du da in die Bank? Mache ich ihn lebendig, wenn ich nicht in die Bank gehe? Schon gut, schon gut. Es war nicht so gemeint. Komm du mir nicht mit Vorwürfen. Ich habe dir gesagt, es war nicht so gemeint. Tag, Herr Schuster. Die Helga ist schon weg. Ja, ja, ich habe sie noch getroffen. Sag mal, weißt du, wann der Karl beerdigt wird? Ich habe keine Ahnung. Das kostet sicher wahnsinnig viel. Na, den
Tod wird man sich doch gerade noch leisten können. Ich gehe schon ran. Hallo? Bei Schuster? Hallo? Hallo? Hallo, wer ist da? Seine Stimme. Wer war denn dran? Niemand. Falsch verbunden. Wiedersehen, Herr Schuster. Ist was? Sie? Er hat zu Hause wahnsinnig, da dachte ich mir, dass ich Sie hier treffe. Guten Tag, Herr Schuster. Guten Tag. Ja, ich bin hierher gekommen, um zu sehen, was los ist. Wollten Sie Ihre Freundin besuchen? Freundin? Sie sagten doch mal, Sie haben eine Schwäche für sie. Na ja, das ist jetzt sowieso alles aus. Was? Was ist aus? Na ja, alles, was ich mir so vorgestellt habe. Gibt es irgendwas Neues? Nein. Aber Sie haben mich doch gesucht. Ja, ich möchte noch mal mit Ihnen sprechen, aber bitte nicht hier. Kommen Sie. Bitte nehmen Sie Platz. Wollen Sie eine Tasse Kaffee? Wenn es keine Umstände macht, bitte. Harry, machst du das? Sie wissen, warum ich Sie noch einmal sprechen will. Ich kann es mir denken. Ich kann ja kaum mehr schlafen, seit das passiert ist. Nicht so gut wie Sie vielleicht. Herr Wiemann, wir bearbeiten den Fall Ihres toten Freundes, bis er gelöst ist. Bis wir den oder die Mörder gefasst haben. Dabei ist für uns auch der kleinste Hinweis wichtig. Nehmen wir doch an, Sie wollen uns helfen dabei, nicht? Ja, ja, natürlich. Danke. Sagen Sie, die beiden Mädchen, was fuhren die für einen Wagen? Ich glaube, einen Jaguar. Also, Sie wissen es nicht genau? Nein. Vielleicht die Farbe? Blau. Dunkelblau. Wissen Sie die Namen der Mädchen? Nein. Heutzutage stellt man sich ja nicht mehr vor. Zumindest nicht unter jungen Leuten. Na ja, natürlich. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Nicht mal mit Vornamen? Das schon, aber es fiel kein Name. Sie war mit ihrem Freund jeden Tag zusammen, immer um zu sehen, wo irgendwas los war. Ist ja nichts Schlimmes dabei. Das habe ich ja auch gar nicht gesagt. Ich frage Sie nur noch einmal, warum sind Sie da nicht mitgefahren an den Starnberger See? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass... Weil Sie keine Lust hatten. Ja, ich weiß. Und nur weil die Mädchen, wie sagten Sie, sich was vorgestellt haben. War das der einzige Grund? Zwischen der Wegfahrt der Mädchen mit ihrem Freund und der Tatzeit, dem Mord also, liegen so etwa, ja, 4,5 Stunden. Was wollen Sie damit sagen? Nun, dass in 4,5 Stunden viel passieren kann. Sie waren ja zur Tatzeit bei Kaminski. Das wissen wir ja. Ja? Und? Genau das suchen wir, das Und. Ist er nun am Starnberger See ermordet worden oder an der Isar? Wenn er am Starnberger See ermordet wurde, wer hat ihn an die Isar gebracht? Wenn es die Mädchen, die wir noch nicht kennen, also wenn die es nicht waren, was ja fast anzunehmen ist. Wer war's dann? Woher soll ich das wissen? Ich war noch nicht dabei. Ihr Glück. Sonst hätten wir es möglicherweise mit 2 Toten zu tun. Gibt es in Ihrem Privatbereich oder dem Ihres Freundes jemand, der aus irgendwelchen Gründen auf diese Art und Weise was heimzahlen will? Wer sollte das sein? Ich kenne niemand. Haben Sie nicht mal zusammen ein Lokal demoliert? Das wissen Sie? Ja, das sind so kleine Mosaiksteinchen, aus denen vielleicht mal ein Ganzes wird, wenn wir Glück haben. Na ja, wenn man uns reizt, dann passiert es schon mal, dass wir Luft ablassen. Ich will damit sagen, dass wir uns auch um Sie gewisse Sorgen machen. Um mich? Dass Ihnen das Gleiche passieren könnte wie Ihrem Freund. Ja, aber wer? Überlegen Sie deshalb noch einmal genau, ob Sie uns nicht doch etwas verschweigen. Herr Wiemann, es ist Ihr Leben, es ist nicht meins. Hier, rufen Sie mich an, wenn Ihnen irgendetwas einfällt. Ja, das mache ich.
glaube ich auch, dass er mehr weiß, als er sagt. Derek, Herr Wiemann, was gibt's denn? Die Polizei hat doch ihre Verbindung. Die kann doch im Handumdrehen herausfinden, was mit jemand los ist. Ja, das ist nicht schwer. Um wen geht's denn? Der Mann heißt Demel. Ich habe nur seine Telefonnummer. 621178. Er, ein gewisser Jablonski und noch ein anderer haben was mit dem Mord zu tun. Es muss schnell gehen. Ich sitze hier in der Scheiße. Wiemann? Hier, Jablonski. Ich mache Ihnen ein Angebot. 50.000 für mein Notizbuch. Woher kennen Sie meine Telefonnummer? Wir haben Ihren Namen, wir haben Ihre Telefonnummer. Und wir wissen, wo Sie wohnen. Das haben Sie ja sicher schon gemerkt. Also, was sagen Sie zu 50.000? Sie sagten 50.000 Mark. Meinen Sie Mark? Die Sie mir geben wollen. Bar auf die Hand. Moment, Moment. Irgendwie bin ich ganz... Naja, Sie hauen mir da so eine Zahl um die Ohren und irgendwie bin ich ganz weg. Wofür soll ich die denn kriegen, die 50.000? Ich will nur wissen, wofür. Ich will, dass Sie mir ganz klar sagen, wofür. Jetzt hören Sie mir mal zu. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Ich spreche nicht mit Mördern! Gehen Sie nicht dran. Die Adresse von diesem Demel ist Heimhauser Weg 6, von Beruf Kaufmann. Er ist einmal verurteilt wegen betrügerischem Konkurs. Aha. In der Wohnung meldet sich niemand. Ja, bleib weiter am Ball. Moment mal. Warum hat der Junge gesagt, es muss schnell gehen, ich sitze hier in der Scheiße, und hat plötzlich aufgelegt? Ja, vielleicht sitzt er wirklich drin. Na, dann fahren wir mal hin. Herr Derek, Telefon. Wiemann ist dran. Derek hier. Herr Wiemann? Hören Sie zu. Wir wollten mit den beiden Mädchen zum Starnberger See raus. Aber die hatten keinen Wagen dabei. Wir hatten auch keinen. Da haben wir einen Wagen gestohlen. Aber die Mädchen hatten nicht auf uns gewartet. Da sind wir allein losgefahren mit dem Wagen. Zum Starnberger See. Da fanden wir im Kofferraum des Wagens Heroin. Mehrere Pfund oder Kilo in Plastiktüten abgefasst. Wir wussten nicht,
was wir machen sollten. Den Wagen stehen lassen oder abhauen. Da kam Karl auf die Idee, den Wagen zurückzubringen. Er sagte, die müssen uns doch um den Hals fallen. In einem Notizbuch, das im Wagen lag, fand ich einen Brief von Herrn Demel. Er hat einem Herrn Jablonski im Hotel Zimmer bestellt. Ich kannte also die Namen. Das Notizbuch ist jetzt in einem Schließfach am Flughafen. Sie haben mir 50.000 geboten, aber ich habe gesagt, ich spreche nicht mit Mördern. Es klopft bei mir an der Tür. Machen Sie nicht auf! Kann ich auch nicht. Als ich nach Hause kam und aufschließen wollte, flog die Tür in die Luft. Ich habe einen Schrank davor geschoben. Hören Sie gut zu und tun Sie genau, was ich Ihnen sage. Wenn die jetzt reinbrechen bei Ihnen, dann gehen Sie auf alles ein. Haben Sie verstanden? Auf alles. Wenn die Ihnen Geld anbieten, dann nehmen Sie es. Geben Sie ihnen aber auf gar keinen Fall den Schlüssel zum Schließfach. Sagen Sie, den haben Sie am Flughafen deponiert. Verstanden? So. Alle Schließfächer am Flughafen werden sofort überwacht. Komm, Harvey. Wer ist da? Wir bringen Ihnen die 50.000. Ich will Ihr Scheißgeld nicht! Mit wem hast du telefoniert? Das geht auch Sie nichts an! Lass das! Hier. Wollen Sie nachzählen? Das Notizbuch, bitte. Ich hab's in einem Schließfach. Wo? Am Flughafen. Dann geben Sie mir den Schlüssel. Den habe ich nicht hier. Der ist auch dort. Dann gehen wir. Ich habe noch eine Frage. Wer hat ihn umgebracht? Diesen miesen, kleinen Erpresser, so wie Sie auch einer sind? Ich bin kein Erpresser. Das haben Sie ganz falsch verstanden. Und mein Freund war es auch nicht. Der hatte eigentlich gedacht, dass Sie ihm um den Hals fallen, wenn Sie Ihr Dreckszeug wiederbekommen. Kommen Sie. War er es? Ja. Ich war es. Kommen Sie endlich! Noch eine Bewegung und ich drücke ab. Schluss jetzt. Wir gehen. Noch nicht! Ah. Kommen Sie. Danke. Derek, schicken Sie bitte sofort einen Krankenwagen, einen Funkwagen. Goethestraße 17. Bei Wiemann. Ich bin heilfroh, dass es trotzdem für Sie noch gut ausgegangen ist. Ich konnte nicht anders. Ja, ja. Ich habe plötzlich gedacht, mitgehen. Mit denen die Treppe runtergehen. Mit Mördern. Ja, ja, das verstehe ich ja alles. Aber mir wird jetzt noch elend bei dem Gedanken, dass Ihnen etwas hätte passieren können. Sie haben sie ja nun verhört. Was ist denn dabei rausgekommen? Ganze Menge. Kuba, ein Wiener, brachte das Heroin von Istanbul nach Athen. Er hatte einen gewissen Demel engagiert, einen verkrachten Kaufmann, der bis zum Halse in Schulden steckte. Aber der hatte noch eine Yacht. Und mit der war er hier in Piräus. Der Name der Yacht, Avila. Also, Demel segelte von Piräus nach Genua, wo seine Frau ihn abholte, die das Heroin nach München brachte. Und da übernahm es Jablonski, ein professioneller Händler, zusammen mit seinem Fahrer und Leibwächter.
Die hatten das Heroin gerade bekommen, fuhren zurück ins Hotel und ließen ihren Wagen nur ein paar Sekunden aus den Augen und... Den Wagen, den wir gestohlen haben. Sie haben ihn widerrechtlich benutzt. Ich glaube nicht, dass jemand Strafantrag stellen wird. Wie haben Sie ihn umgebracht? Sie dachten, er wäre allein. Sie hielten ihn hin bis zum Abend. Sie müssten das Geld erst besorgen, das Sie ihm geben wollten. Und dann... Dann fuhren Sie mit ihm los. Und unterwegs töteten Sie ihn. Wir hätten das Geld genommen, wenn Sie es Karl gegeben hätten. Der Fall ist nicht gegeben. Sie haben es ja nicht genommen. Ich gehe davon aus, dass Ihr Freund Karl Schuster die beiden anzeigen wollte und dass Sie ihn deswegen getötet haben. Ich halte mich an diese Version. Bitte? Ich bin hier im Moment nicht gebraucht. Sag doch.